Ja, moin Leute. Erstmal schöne Grüße hier aus dem Debenbek. Wir sind wieder im Einsatz. Ja, ein schönes Video vom Pflanzlöcher bohren. Man sieht hier im Einsatz unseren 208 mit einem Frontbohrer. Richtig schön. Man kann alles nach vorne gucken, gut einsehen. Und Michi hat sich sehr gut eingearbeitet auf der Maschine. Ja, erst waren es 350, 400 Löcher. Ja, und jetzt hat er auf diesem Acker die 3000 Löcher in 3 Stunden rausgeschmissen. Wir haben die sonst schon tiefer gebohrt, die Löcher, aber jetzt haben wir es einfach so gemacht. Immer die Höhe, die wir auch pflanzen wollen. Andere Jahre haben wir auch zu tief die Bäume gepflanzt, dann hast du schnell, dass sie sich frei machen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ja, frei machen, das mal eben erklären. Das ist, wenn die Veredelungsstelle, die ist ja so 30 cm von der Unterlage über der Erde, und wenn die zu tief reinkommt, diese Veredelungsstelle, dann macht die Edelsorte, die oben drauf veredelt ist, ja, wenn da zu viel Erde dran ist, dann macht die auf einmal Wurzeln und dann hast du auf einmal einen Sämling, ne? Der geht ab dann richtig und der wächst, ne? Und das will man ja eben auch nicht, ne? Ja, was man noch sagen muss mit dem Pflanzlochbohrer, eine schöne Sache, also ich sag mal, früher haben wir es mit dem Spaten gemacht, das rausheben. Damals unsere dunkelhäutigen Mitarbeiter, die haben vielleicht am Tag 1000 Stück ausgehoben. Dann waren sie aber auch fertig mit Jack und Böcks. Und das ist schon eine tolle Sache, dieses Krümelige. Du kannst mit dem Fuß das zurühren. Wir haben es jetzt ja dann nachher mit der Scheibensäge gemacht. Und das gefällt uns sehr gut, wie krümelig das da rankommt. Einen besseren Bodenschluss, wenn denn der erste Regen einsetzt und oder du schlemmst sie an. Einfach herrlich, ne? Und wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt unsere Bäume sieht, wie schön gleichmäßig die angetrieben sind, das ist schon klasse. Na, also Pflanzlochbohrer finde ich genial. Ja Leute, unser Pflanzlochbohrer, ja, immer mit gebohrt. Vorne haben wir ja dieses 60 Kilo Gewicht an unserem Fan dran. Ja, und einfach den Pflanzlochbohrer angebaut, aber gar nicht so nachgeguckt, ob diese 4 Bolzen auch richtig fest sind von diesem Grundgewicht. Diesen Frontgewicht, wo der montiert ist, der Pflanzlochbohrer. Naja, und Michi kommt nach Hause und dann hängt das Ding da so richtig schief an. Man sieht das hier auch im Video jetzt, dass er schon ein bisschen Spiel hat und ein bisschen wackelt. Und dann haben wir das mal eben ganz schnell nachgezogen. Jetzt stellt euch mal vor, wo es den Apparat da vorne hinhängt, fährst mit 43 km/h und das Ding, da fällt dir ab da, ne? Also, ja. Maschinen warten, nachgucken, ganz wichtig immer. Ja, wir haben da Glück gehabt. Ja, das soll es eigentlich sein zu dem Pflanzlochbohrer. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch und ja, viel Spaß noch. Bis denn.